Sehr geehrter Herr Kelin, ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir heute miteinander sprechen können. Sie sind der Gründer, Geschäftsführer und Inhaber der EPEA Switzerland. Sie haben 1993 als erster Cradle-to-Cradle-Produkte entwickelt und sie gelten seither international als Pionier in ökonomischen und ökologischen Belangen. Ja, sehr vereinfacht gesagt, Cradle to Cradle bedeutet, dass am Ende eines Produktlebenszyklus kein Abfall entsteht. Das ist ja unfassbar spannend. Können Sie das noch einmal kurz erläutern? Ja, es geht eigentlich darum, dass alle unsere Systeme, in denen wir heute operieren und leben, sind alle auf linearem Denken aufgebaut. Das heißt, am Ende ist immer ein Abfalleimer. Und das ist keine Zukunft, weil wir verlieren die Ressourcen und wir haben einfach keine Rohstoffe mehr in der Zukunft für die kommenden Generationen. Und Cradle to Cradle will genau das. Wir wollen Produkte so gestalten, dass wir alle eingesetzten Rohstoffe über mehrere Lebenszyklen quasi in der Qualität erhalten können. Das heißt, es geht hier um einen ganzheitlichen Ansatz und das ist extrem komplex, aber auch spannend, weil wir hier ganz neue Erfahrungen sammeln können und komplett neue Systeme erarbeiten müssen. Was bedeutet denn für Sie persönlich der Klimawandel? Also ich bin eben 1993 quasi auf Cradle to Cradle aufmerksam geworden für Michael Braungart und William McDonough, die beiden Erfinder von Cradle to Cradle. Die Forderung von Braungart und McDonough vor über 30 Jahren war, 100% erneuerbare Energie zu schaffen und eine fossilfreie Welt. Das heißt, wir dürfen Fossilien nicht verbrennen, sondern wir sollen sie als Rohstoffe nutzen. Also im Prinzip haben sie die Vorgabe dazu mal schon gemacht. Ich persönlich habe das erkannt, als ich die getroffen habe. Bei mir hat es irgendwie Klick gemacht und habe verstanden, dass das quasi eine, will ich mal sagen, neue Weltordnung ist oder eine neue Definition der Zukunft für die Welt. Wie bewerten Sie gegenwärtig den Beitrag des Gesundheitswesens in Bezug auf ein gesundes Klima? Die EU-Kommission hat den New Green Deal verkündet. Da werden 1.000 Milliarden Euro investiert mit dem Ziel, dass quasi bis 2050 die EU klimaneutral wird und dass wir eine Kreislaufwirtschaft ermöglichen. Also wir sind hier Pioniere in diesem Thema. Wir sind aber auch in dieser Kooperation, die wir anstreben mit der Sitex-Gruppe und mit der Firma Diekhoff, sind wir quasi hier Leuchttürme, die aufzeigen, dass wir eben auch Produkte etablieren können in einem Gesundheitswesen, was ganz spezielle Kriterien und Anforderungen hat, die nicht ganz einfach umzusetzen sind. Also sozusagen die Gesundheit fängt bei denen an, die andere wieder gesund machen. Ich glaube, das ist auch eine Verantwortung, die wir einfach haben, dass wir auch Produkte einfach produzieren, die sicher sind, die nicht toxisch sind. Und deren Materialien eben auch im Kreislauf geführt werden. Und wenn wir eben denken an Bekleidung und Wäsche, dass das quasi auch hier in einem ersten Kreislauf geführt werden kann und nachher auch quasi, dass wir diese Produkte sicher in einen biologischen Kreislauf bringen können, wo wir auch Humus schaffen für neue biologische Systeme und somit quasi wieder Nährstoffe schaffen für neue Pflanzen. Ja, sehr interessant, Herr Kehlin. Wir freuen uns, Sie bei der Tagung begrüßen zu dürfen und ja, freuen uns auch, diese spannenden Projekte weiter mit Ihnen anzugehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an Sie und alles Gute, bleiben Sie gesund.